Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Schön, dass ihr beim 11. Teil meines Let's Play New Pokémon Snap mit dabei seid. In diesem Video testen wir die Copia Lumina-Kugeln am Strand, im Riff und unter Wasser. Auf allen drei Strecken entdecken wir alternative Routen. Es gibt also viel Neues zu entdecken. Los geht's! Gut, dann schauen wir jetzt nochmal am Copia-Archipel durch. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Runde durch alle. Mal fixe Runde. Strand. Huch, da erschreckst du Fisch. Der macht irgendwie nix. The boy said, oh, was geht ab? Oh, was geht ab, wenn wir leuchten? Leuchten ist doch auch cool, oder? Wir haben hier was, eine Info. Kokowai macht ein Nickerchen, anscheinend ist das sein Lieblingsplatz. Oh. Es geht ab, Kokowai. Bluebella. Gut, die haben wir alle. Ja, da sitzt wieder das Kokowai im Weg. Ring. Was haben wir hier? Ah, die Kristallblume und da. Ja, da sind halt Bluebella im Dings. Wollt ihr was essen? Fahren wir jetzt hier weiter oder nicht? Ich glaube, den muss man abwerfen, dass er aufsteht, oder? Dann steht er auf und dann kann man weitergehen. Ja. Weiter geht's. Oh, da haben wir eine Kufferparty. Sehr nice. Oha, jetzt gehen die aber ab. Okay, der Schmetterling. Ist wie Villion, wie es leuchtet in all seiner Pracht. Sehr schön. Ach, guck mal, jetzt fahren wir eine andere Route. Interessant. Gut, aber ein Kufferbild hatten wir ja schon. Deswegen macht es eigentlich jetzt nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach, noch mehr Kufers zu fotografieren. Hallo, wo sind wir jetzt? Ui, hier einmal hoch, okay. Da sind Phenions im Wasser. Und sie schwimmen weg. Schade. Okay, hier haben wir noch Corazon. Ah, wir können Corazon noch zum Leuchten bringen. Du hast ein gutes Auge für Fotografie. Ah, das ist geil gewesen. Hier haben wir quasi sie gewunken. Das ist leider nicht. Okay, ich kann noch ein paar neue Pokémon hier entdecken, aber es scheint keine mehr zu geben. Okay, beim letzten Mal sind wir hier durchgefahren. Interessant. Ach, da war noch ein Octillery im Wasser, ich erinnere mich. Hier, wenn wir hier die Schaufel illuminieren, passiert da irgendwas. Es wundert mich, dass hier kein Kolossand ist. Jetzt machen wir hier illuminiertes Pikachu. Wir haben hier irgendwo was, da hier. Eine Rotschaufel, wo sie von Wellen angesprochen. Oha! Hey, Dude, wir wollen noch ein cooles Bild von ihm machen. Jawohl, das ist perfekt, glaube ich. Und das Flunschlick, auch nices Bild nochmal am Ende. Sehr cool.
Ja. Ist ganz cool, wir bringen ihn nochmal zum Leuchten, aber ich glaube, der Rampensprung gemacht hat, war besser. Diesmal haben wieder viele Pokémon zu Gesicht bekommen, das ist wahr. So, gehen wir auch schnell die Ballale durch. 42 Bilder, 10 Pokémon. Krabox. Wir nehmen uns ein Einsternbild. Die schauen alle nett in die Kamera. Das ist schade. Kokowai, haben wir einen Einstern, also brauchen wir jetzt einen Zweisterner und den Ball. Kokowai? Was denn, schläft oder was? Nee, dann nehmen wir. Ja. Dann nehmen wir wohl das. Bluebella, 3 Sterne, nice, dann nehmen wir doch das. Flunschlick. Guffer, da wollen wir uns 2 Sterne, gab es doch. Das habe ich nicht fotografiert, wie die gewunken haben. Schade, aber dann nehmen wir das. Vivillon, dann nehme ich das, wo es leuchtet, das finde ich cooler. Raichu, nehmen wir das, wo es schön groß drauf zu sehen ist. Pikachu, da haben wir leider kein gescheites Bild. Octillerie und Corazon. Ach, da haben wir das Bild. Ja, das war perfekt. Dann schauen wir, was der Professor dazu sagt. Strand bei Tag. Krabox 2,6. Kokowai 3,3. Bluebella 3,3. Flunschlick 3,3. 3,3 ist unsere Lieblingsbewertung. Guffer. Nein, so knapp. So knapp. Vivillon 3,5. Corazon nur 3000. Dabei fand ich das Bild eigentlich viel cooler, wie die da abgedanced haben. Octillery, das wird nicht gut sein. Ja. Pikachu, das wird auch nix sein. Raichu, das Bild ist doch top. Das ist doch wirklich top, ganz ehrlich, oder? Pose nur 200, hallo? Der hat doch keine Ahnung, der Professor, ey, was das angeht. Unverschämter Dude. Mann. 5 Elektro-Pokémon. Gut. So, wie schaut's aus? Oh, er ist abgehauen, weil ich mich verdrückt habe. Irgendwie klappt das nicht so ganz, dass die leuchten. Okay, ich habe sie alle vertrieben. Ich weiß nicht, ob das so effizient war. Naja, gut, das Wingull haben wir da. Da kommt später noch ein Bär. Oh, Shiggies! What the fuck? Der hat ihr gefangen. Hey, Shiggy Boys. Aufwachen. Das ist gut. Leuchtende Shiggy, sehr cool. Tohaido, der will bestimmt die Shiggies vermampfen. Gut, wir werfen jetzt mal so eine Lumina-Kugel hier rein. Das bringt irgendwie nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Oha, wer bist denn du? Boy. So, da ist so eine Blume. Wenn wir die aktivieren, passiert doch bestimmt irgendwas, oder? Da haben wir irgendwo was? Da kommt doch bestimmt irgendwas. Da haben wir wieder die Mantax, die rumhüpfen, aber wir haben die Blume aktiviert und es ist leider nichts wirklich passiert. Schade, Tomate. Oh nein, ich wollte doch das. Das wollte ich doch nehmen, um ein gutes Motiv zu schießen vom Wingull. So, jetzt haben wir vom Swylot mal hier. Swylot, du versperrst mir den Weg. Jetzt haben wir schon 2 Wildlords. Geht gut ab hier.
in all seiner gigantischen Pracht. So, ich kann mir vorstellen, dass man davon noch ein richtig besseres Foto kriegt. Davon bin ich nicht so überzeugt. Von ihm hier, oh ja, das wird gleich gut. Das ist perfekt. Da haben wir doch mal in voller Pracht. Der Professor mag es doch, wenn es riesengroß ist. So, die Lumina-Kugel wollte ich werfen. Die hat einen ganz anderen Flugbogen als die. Okay, wir haben die getroffen, dass nichts passiert. Enttäuschend. Okay, der möchte irgendwie nichts anderes machen. Gut, klick, 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 einmal schnell durchgeklickert. Treffer! Okay, der will nicht zu uns gucken. Da haben wir noch ein schönes Bild erwischt. So, sehen wir hier noch irgendjemanden oder was? Das jetzt gleich. Hier gibt es noch eine Information. Geht's jetzt da lang? War doch gerade so ein Abbiegsymbol. Aber beim letzten Mal sind wir da hinten lang gefahren. Fahren wir jetzt woanders lang. Oh, das da hinten ist perfekt. Ich weiß, was das ist. Das nennt man Blue Hole. Und ein Blue Hole haben wir hier. Gibt's schon irgendwas im Blue Hole? Und wo, was machst du denn da? Gut, da haben wir jetzt aber genug Fotos davon geschossen. Aber das ist schon cool, jetzt haben wir das zumindest aus der Nähe abgekriegt. Ich finde das lustig, warum tragen die Koffers im Mund? Das macht irgendwie. Ich verstehe es nicht, das macht irgendwie keinen Sinn, aber es ist auch irgendwie voll cool. Da hinten war noch so. Oh, falscher Knopf. Spamming! Ich treffe die Blume nicht. Oh, die Corazons. Und dann war's das wohl, nehme ich morgen. Hier sehen wir nichts mehr. Nö, das scheint es gewesen zu sein. Ich finde das Lumina-Phänomen irgendwie bei Tag so semi-cool, aber okay. Diesmal haben wir wieder viele Pokémon fotografiert, das ist wahr. So, schauen wir mal kurz schnell durch, was wir hier so alles haben. 10 Pokémon. Finion. Ja, der ganze Schwarm. Da wird eh kein Bild besser sein. Shiki, okay. Platsch, das war gut, das war auch schick. Ich finde das eigentlich am besten. Wingo, da wollen wir das, wie ist das? Das ist ein 4-Stern-Bild, sehr nice. Tohaido, 3 Stern haben wir noch nicht, das ist gut. Corazon. Ja, Vylord, so jetzt. 2 Sterne haben wir noch nicht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn ich das 4er... Ich nehme das, weil es ein 2-Sterne-Bild ist. Guffa. Okay, die Pilipper-Guffa-Bilder haben wohl nicht gezählt. Wir nehmen den... Mach oh mal dieses, warte, hier nochmal kurz gucken. Ja, 3936, ja. Und Pilippa, da will ich jetzt das, wo die Guffas im Mund sind. Das war ein cooles Guffa-Bild. Nehmen wir das. Ja. Du hast in allen Orten ein Foto ausgewählt. Moment, in wem habe ich keins? Ach, Kristallblumen. Ja, wählen wir die noch aus. Professor Murrows, check. Finion. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es mehr gewesen wäre. Shiggy, neues Pokémon. Wie viel haben wir da?
3-5. Oh, ist okay. Wingull bei Unique Pose. Nein! So knapp. Tohaido mit einer neuen Pose. Auch nur 3 Sterne. Eieieiei. Corazon. 3-2. Ja, Corazon krieg ich nie. Wie viel ist das jetzt? Das ist ja mal komplett drauf. Das ist nicht 2000. Warum nicht 2000? Aber das langt. Pilippa. Los, das ist doch ein super Bild. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Machoma, ja, da hatten wir ja schon ein perfektes Bild. Warten wir auch das vorherige. Mantax. Mantax ist echt schwer. Guffer. Aber das andere auch besser. Und die Kristallblume. Da behalten wir das Bild, das ist das Schöne. Sehr gut. Und dann kommt jetzt nochmal das ganze Spiel unter Wasser. So, wie viele Punkte haben wir denn hier gesammelt? Neue. Einiges, einiges. Oh, ein Geschenk. Abzweigung beim Rift. Du hast beim Kopia Rift den Weg entdeckt, der an Violets Kopf vorbeiführt. Ich weiß nicht, wie man das steuert. Ich bin da ein bisschen irgendwie überfragt. Gibt es vielleicht in jedem so eine Abkürzung? Ich weiß es nicht. Auf geht's! Fangen direkt an und ballern die Kugeln. Oh, unter Wasser bewegen die sich viel langsamer. Na, da war vielleicht ein Gutes dabei beim Phineon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, wer ist da? Ich sage gerade immer geschwommen. Überforderung, wie immer. Okay, und er guckt so unglücklich. Warum so traurig? Was geht da ab? Der ballert da rum. Hallo, hallo? Da ist. Hat er da freigeschossen? Können wir jetzt hier lang? Der Felsen ist zerstört, sodass man jetzt hinein kann. Okay. Okay, dann ist das jetzt auch hier der alternative Weg. Den haben wir jetzt auch schnell gefunden. Sieh mal, wie schön das Licht hineinfällt. Das macht den Reiz der Unterwasserfotografie. Lampis! Die leuchten bestimmt auch gut, die Lampis. Oha. Ich würde mal sagen, das war Checkpoint hier. Das wird perfektes Bild. Tack, ja, wollo. Oh yeah. Vielleicht ist das auch noch perfekter. Das Leuchten im Dunkeln. Oh, das ist so schön hier. Oha, wie krass. Ich komme aus dem Staunen hier nicht raus. Jawoll, das war doch mal ein Tentoxer-Bild. Oh yeah, das war mal hier super special Erkundung, würde ich mal sagen. Da hatten wir die Vylord. Vylmerge, sorry. So, haben wir noch was hier? Wir tauchen immer tiefer. Quabbel! Quabbel entdeckt. Okay, es geht immer tiefer. Da ist noch ein Quabbel. Uiuiui, jetzt geht's hier aber richtig ab. Oh je, wo tauchen wir denn jetzt hin? In die tiefsten Tiefen. Oh, ein ganzer Mantax-Schwarm. Es geht denn hier ab? Wow. Das ist eine ganz andere Strecke jetzt auf einmal. Ganz anders. Und Landhund, die brauchen wir auch noch. Sehr, sehr cool. Es geht immer, immer tiefer. Ey, ist das krass. Ich habe auch gar nicht so viel Ahnung, wo oben unten ist. Ich sehe nur, wie alles leuchten und so.
könnte mal ein gutes Bild von Finion sein, denke ich. Ich würde gerne noch näher an so einen Landturm ran. Lumineon wollen wir eigentlich ein Bild, wie es uns mal anguckt. Landturm, die schwimmen hier alle so rum. Das könnte was sein. Das könnte was sein. Das sah gut aus. Da ist noch Willi. Oh. Hier ist irgendwas riesig. Ein Perlu? Nein, das ist ein Perlu? Are you kidding me? Das ist ein Perlu, hätte ich nie entdeckt. Willi, hallo. Oha, oha, es gehört ja gar nicht mehr auf den Tektas. Treffe ich das? Ja, jetzt leuchtet es auch noch. Und das Quabbel, das ist so super. Ich fasse es nicht. Na, was können wir scannen? Hier ist was. Dieses verschüttete Gefäß scheint zu alt zu sein, um zu Riegel zu gehören. Oh, ein männliches und weibliches Quabbel. Und das Tektas, das ist doch... Sehr cool. Und ich habe das Gefühl, diese Tour geht einfach ewig. Hier unter Wasser. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nö. Quabbelmännlich. Hallo. Da hinten ist das Ende. Okay. Oh, hallo. Boom. Boom. So, entdecken wir hier noch was. So kurz vor Ende. Ist was, eine riesige Ruine. Also das war mal hier die krasseste Abkürzung überhaupt. Ach, alte Ruine, die können wir vielleicht auch noch fotografieren. Die kommt bestimmt auch in das Sammelalbum. Es ist Zeit. Gut, dann... Würde ich mal sagen, Hammers. Das war mal krass unter Wasser. Uiuiui, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Alles klar. Diesmal haben wir wieder viele Pokémon zu Gesicht bekommen. Das ist wahr. Ein Highlight jagt das nächste. Dann schauen wir mal, was wir so für Punktungen bekommen. Okay, diesmal richtig viele Bilder. Carpador, Finion, zwei Sternbild hatten wir noch keins, sehr cool. Wummer haben wir nur ein Bild gemacht. Libiskus, das sieht ein bisschen unglücklich aus schon wieder. Lampi, will ich das leuchten, das oder das? Ich finde das eigentlich cooler. Tentoxa, da haben wir doch jetzt das Bild. Zwei Sternbild haben wir noch keins, das ist nice, dann nehmen wir doch das. Tektas, das oder das, dann nehmen wir das leuchtende Lumineon. Drei Sternbild haben wir noch keins, dann nehmen wir das. Landhuhn, da sind wir leider nicht so nah reingekommen. Mantax, ja, den Schwarm. Quabbel, da habe ich doch, ich hatte doch ein Bild, wo zwei Quabbel drauf waren. Okay. Ah, ja, da, ja, ja, die habe ich gesucht. Hier. Nehmen wir das. Das finde ich cool. Walmer haben wir ein Bild. Perlu. Das hat mich am meisten geflasht, dass das Perlu ist. Willi. Ja, ist eigentlich fast egal. Und die alte Ruine. Dann schauen wir mal, was der Professor zu unseren coolen Bildern sagt. Ja, Carpador. Behalten wir natürlich das vorige Finion. 3-6. Wummer. Nix Neues. Libiskus. Neuer Rekord. Aber leider noch nicht. So wie ich es gern hätte. Lampi, das ist ganz echt, das ist doch eine 1. Und. Ja, sehr schön. Diamantstern.
Tentoxa. Oh, schade. Schade. Weil man ja, das Bild war nix. Quabbel, das Bild ist doch perfekt, oder? Los, das muss. 3-5, ernsthaft? Na, die Blickrichtung. Ja, Mantax, das wird nicht viele Punkte geben. Hätte mich jetzt auch gewundert. Lantern wird leider auch nicht so viel geben. Ja, hätte mich gewundert, wenn es viel mehr gewesen ist. Das ist ein geiles Bild. Sehr schön, so mag ich das. Tektas, das Bild ist doch auch perfekt, oder? Auf wie viele Punkte gibt es? Jawoll! Sehr nice. Perlu, das ist so ein bisschen seltsam. Glaub nicht, dass es viele Punkte gibt. Ja. Willi, haben wir ja eigentlich schon ein perfektes Bild. Aber einen neuen Rekord noch geholt, dann nehmen wir den auch. Und die antike Ruine. Ich habe das Gefühl, wir sind der Lösung dieses uralten Rätsels einen Schritt näher gekommen. Durch das Bild von der antiken Ruine? Okay. So, haben wir einen Meeresgrund jetzt 3 bestimmt. Ja, Rang 3. Sehr nice. Die Erkundung der Strecke läuft super, aber es gibt sicherlich noch unerforschte Ecken zu entdecken. Also ich finde es echt cool, dass man hier immer wieder so neue Ecken entdeckt. Du hast am Lente im Meeresgrund den Weg entdeckt, der zu Unterwasserhöhle führt. Das ist echt verrückt. Übrigens, da es mit deiner Erkundung gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Neuigkeiten! Was war denn das für ein krasses Unterwasserabenteuer? Ich bin immer noch total geflasht. Gefühlt war die Unterwasserroute auf einmal viel länger. Wie findet ihr die alternativen Routen? Ich finde das echt cool, so gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Wart ihr genauso überrascht? Schreibt es in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Im nächsten Video gibt es wieder etwas Großes zu entdecken. Bis zum nächsten Mal.